setzen sich die nackten Menschenfresser um ein Feuer. Und sie wetzen zähneklappernd lange Messer, trinken dabei, das schmeckt sehr gut, Bambussoda mit Menschenblut. Dann werden aus einem tiefen Schacht die eingefangenen Kinder gebracht und kalt gemacht, das Rückgrat geknickt, die Knochen zerknackt, die Schenkel gespickt, die Lebern gehackt, die Bäuchlein gewalzt, die Bäckchen paniert, die Zehen gesalzt und die Äuglein garniert. Man trinkt eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Und allen läuft das Wasser im Munde zusammen. Auseinander und wieder zusammen. Bis über den feierlichen Flammen die kleinen Kinder mit Zutaten kochen, rösten, schmoren und braten. Nur dem Häuptling wird eine steinalte Frau zubereitet als Karpfenblau. Dann Höhepunkt, Zeiger der Monduhr weist, auf 12, es entschwindet das alte Jahr, die Kinder und der Karpfen sind gar, es wird gespeist. Kannibalen dann satt sind, besoffen und überfressen, ganz matt sind, dann denken sie der geschlachteten Kleinen mit Wehmut und fangen dann an zu weinen. Wenn die Kannibalen dann satt sind, besoffen und überfressen, ganz matt sind, dann denken sie der geschlachteten Kleinen mit Wehmut und fangen dann an zu weinen.